Hallo YouTube, ja, ihr seht es ja schon, ich habe ein neues Mikrofon geholt und zwar von der Firma Aukey, ein Studiomikrofon. Da haben wir ja schon mal eins zusammen angeboxt und getestet. Das verlinke ich euch hier oben und ja, jetzt werden wir uns das Ganze mal zusammen anschauen und zusammen unboxen. Ja, vorne sehen wir schon, wie es circa ausschaut. Was leider ist, da ist so ein kleines Tischstativ dabei. Was haben wir noch alles abgebildet? Eigentlich gar nichts. Machen wir es einfach mal auf und sehen, was hier drinnen ist. Das ist mal der ganze Hauptteil und natürlich gibt es auch wieder das übliche Klopapier, die Beschreibung und natürlich auch 24 Monate Garantie, Schriftzug, der ist natürlich wichtig. User Manuel, ich glaube, wir werden das ohne Beschreibung auch schaffen, so schwer wird es nicht sein. Und hier kommt jetzt das ganze Herzstück von dem Mikrofon, mal diverseste Kabeln, das Tischstativ und hier sollte noch irgendwo das Mikrofon sein. Und hier haben wir es auch schon. Schauen wir mal, was wir hier alles haben. Also wir haben mal das Mini-Tischstativ und ja, ist einmal süß. Ist halt nicht, hat irgendwie so rutschige Füßchen, das heißt, ja, es ist halt jetzt ein bisschen rutschiger unterwegs, aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Hier haben wir ein XLR-Kabel auf Mikro-Klinkenkabel. Natürlich könnten wir das Ganze jetzt auch splitten. Das heißt, ich habe jetzt nur einen Eingang. Könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich gehe jetzt hier mit dem Mikrofon hinein und mit dem anderen einfach nochmal die separaten Kopfhörer. Könnte jetzt zum Beispiel sein, ich gehe hier jetzt in einen Laptop hinein und könnte halt hier das Ganze dann noch den Sound jetzt vom Laptop hören und gehe halt nur mit dem Mikrofon ein. Aber das soll uns jetzt nicht beschäftigen. Wir schauen uns erst mal kurz das Mikrofon an. Ist eigentlich simpel aufgebaut. Hier der Anschluss für XLR. Da vorne haben wir noch einen Drehregler, wo wir noch ein bisschen die Lautstärke einstellen können. Und das war's eigentlich. Wir haben eigentlich das Membran drinnen, also sprich das Mikrofonmembran. Und ja, ich werde jetzt noch schnell die Kamera schwenken. Dann werden wir uns das Ganze noch einmal anschauen und natürlich auch nochmal reinhören, wie sich das Ganze anhört. So, und hier habe ich es jetzt montiert auf dem ganzen Mini-Stativ und ich werde jetzt mit euch zusammen testen, wie sich das Ganze anhört. Ich werde jetzt kurz einmal das Mikrofon hier abstecken, das heißt, ihr werdet jetzt mich nicht mehr über das Sennheiser Lavalier hören, sondern über das Aukey Studio-Mikrofon. Ich bin selbst gespannt, wie die Audioqualität ist, weil beim letzten war es nicht so schlecht, aber es ist halt doch ein Unterschied, ob man was Hochwertiges jetzt hat von einem Sennheiser-Produkt oder halt jetzt etwas Günstiges von dem Aukey. Ja, werden wir kurz einmal anstecken. So, und jetzt ist es angesteckt. Ich weiß jetzt nicht, was vorne und hinten ist, aber ich rede jetzt einfach mal so hinein. Und jetzt sind wir circa bei einem Abstand von guten 20 cm vom Mund zum Mikrofon. Ja, ist es jetzt gut oder schlecht? Ich werde es jetzt so machen, weil ich glaube, es ist gedacht, wenn man halt jetzt etwas moderiert oder Livecast macht oder vielleicht auch einen Podcast aufnimmt, ist es ja meistens so, dass das Ganze dann am Tisch steht, so wie jetzt. Da sind wir jetzt bei circa, ja, ich würde sagen 40 cm Abstand. Wie ist jetzt die Klangqualität? Ist es jetzt schon zu weit weg? Ist es vielleicht noch immer zu nah? Nimmt es gut den Sound auf oder sind vielleicht doch ein paar Umgebungsgeräusche noch herinnen, was vielleicht stören? Ja, würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Ja, noch ein paar wichtige Infos und zwar das Studio-Mikrofon von Aukey kostet aktuell 17,99 € in Amazon. Ist, glaube ich, für diesen Preis, was man alles geboten bekommt, recht in Ordnung. Ja, wollt ihr ein hochwertigeres Mikrofon mit viel, viel mehr Zubehör haben, dann habe ich euch ja das Video verlinkt von dem anderen Aukey-Mikrofon. Den Link dazu ebenfalls nochmal in der Videobeschreibung. Ja, viel gibt es nicht mehr zum Sagen zu dem Mikrofon. Jetzt ist meine Frage an euch, wie findet ihr das Mikrofon? Findet ihr den Preis gerechtfertigt von 17,99 €? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Vielleicht verwende ich ja das Mikrofon selber mal bei einem Podcast oder vielleicht dann bei einem Cast selber und dann können wir ja sehen bzw. hören, wie die Qualität ist. Das war jetzt im Großen und Ganzen ein kurzes Unboxing, ein kurzer Test und mehr gibt es nicht mehr zum Sagen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Euer Feedback unten in die Kommentare zur Klangqualität von dem Aukey Kondensatormikrofon mit dem kleinen Tischstativ dazu. Ja, ich freue mich auf jeden Fall und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, Baba.